Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wurde gegen 3 Uhr in der Früh in der Poststraße in Bad Reichenhall ein 73-jähriger Mann leblos aufgefunden, der offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Wenige Zeit später, gegen 3.15 Uhr, wurde ein 17-jähriges Mädchen unweit des ersten Tatortes von einem bislang unbekannten Täter überfallen, schwerst verletzt und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Täter ist bislang flüchtig, sodass wir bei der Polizei die Sonderkommission 14. Juli eingerichtet haben, die mittlerweile aus 40 Polizeibeamten besteht. Des Weiteren wurde bei der Polizeiinspektion Fahndung, Entschuldigung, bei der Polizeiinspektion Bad Reichenhall ein Fahndungsabschnitt eingerichtet, der mit Kräften der Bereitschaftspolizei und der Einsatzzüge aus Rosenheim, Traunstein und Weilheim deutlich verstärkt wurde. Heute finden große Suchaktionen im Bereich Reichenhall statt. Welche Mannschaften oder welche Polizeieinheiten sind da vor Ort? In Reichenhall, also unweit des zweiten Tatortes, an dem das Mädchen überfallen wurde, sind heute große Suchmaßnahmen angelaufen. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, der alpinen Einsatzgruppe, einer Tauchergruppe und Personensuchhunden sowie der Reiterstaffel wurde der Bereich, in dem sich der Täter möglicherweise von diesem zweiten Tatort entfernt hat, großräumig abgesucht. In erster Linie um Beweismittel, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen, oder die bislang vermissten Gegenstände, eine schwarze Geldbörse, eine beige Geldbörse und eine Handtasche des Mädchens aufzufinden. Hat man mit dem 17-jährigen Mädchen schon Gespräche führen können? Wie ist ihr Gesundheitszustand? Der Gesundheitszustand des Mädchens ist mittlerweile so stabil, dass wir erste Gespräche mit dem Mädchen führen konnten. Es hat geheißen, der Täter hat die Tat vorher in einem Lokal angekündigt. Gibt es dazu schon Ermittlungen? Dieser Hinweis ist natürlich selbstverständlich auch bei uns aufgelaufen. Wir haben ihn diesbezüglich abgeklärt und wir können soweit dazu Stellung nehmen, dass dies keine Relevanz mit der Tat hat. Wie viele Polizisten oder Polizeieinheiten sind jetzt circa vor Ort? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind jetzt in Bad Reichenhall rund 100 Polizeibeamte mit der Absuche der Bereiche rund um den zweiten Tatort beschäftigt. Ansonsten haben wir rund 40 Mitglieder in der Sonderkommission und die Polizeikräfte in Bad Reichenhall mit Kräften der Bereitschaftspolizei und der Einsatzzüge unseres Präsidiums verstärkt, um eine deutlich erhöhte Polizeipräsenz aufrechtzuerhalten. Die österreichischen Polizeiinspektionen und das Landeskriminalamt in Österreich sind in unsere Ermittlungen mit eingebunden. Nachdem wir hier uns im grenznahen Bereich befinden, hat es natürlich auch für uns Priorität, dass wir mit den österreichischen Behörden vertrauensvoll zusammenarbeiten.